sind hoch. Ja, Jana. Mensch, Jana. Lang ist es her, Thomas. Jana, Reulicke, ne, war das, ne? Ja, das hat sich noch nicht geändert. Nein. Was lange so weg hier. So viel Zeit ist nur noch nicht vergangen. Genau. Ich habe hier nur stehen, Jana Update. Ja, das sind die geringsten Vorbereitungen, die ich je hatte für einen Podcast. Wann warst du letztes Mal dabei? Das war beim Kaffeethema, als ich in Deutschland war. Und ich weiß gar nicht, ob das in das 4 Wochen, 6 Wochen, vielleicht 6 Wochen. Ja, es könnte 6 Wochen sein. Mhm. Aber wir nehmen ja immer weit im Voraus auf. Also haben wir schon echt lang nicht mehr gesprochen. Zwischendurch warst du in Germany. Genau, ich war in Deutschland und dann war ich wieder hier. Ja, und ich habe ja das Problem, dass ich immer nach Gasses Kalender arbeiten muss. und das ist ja der Fruchtkalender, ne? Und der arbeitet nach Saison, genau. Und ja. Deswegen war dieses Jahr leider echt, echt herausfordernd, dadurch, dass wir unseren Bau hier noch nicht fertiggestellt haben. Ja. Da ist er halt immer in einer Rental-Kitchen quasi. Also das ist dann aber auch 3 Stunden Fahrt von hier, sodass er auch nicht nach Hause kommt. Was dann bedeutet, dass ich halt so 10, 14 Tage immer mit Otto alleine abhänge. Und da ist es halt wirklich schwierig, dann irgendwie abends so einen Podcast aufzunehmen, weil ist ja ein bisschen blöd, wenn der dann anfängt zu schreien zwischendurch. Ja. Rauschfilter einschalten. Das ging jetzt tatsächlich fast 5 Monate so, ne? Ich meine, der April, Wahnsinn. Genau, jetzt der April, also 4 volle Monate auf jeden Fall, ne? Können wir durchzählen, guck mal. Aprikosen, Pflaumen, Quitten, was dann? Dann sind schwarze Nektarinen, dann sind, was kommt dann? Dann kommen Cranberries jetzt dazu, dann kommt Spargel. Oh, was hat er denn noch so alles? Mensch, die Palette ist voll. Rhabarber? Und dann Feijoas, genau, Feijoas. Ja, die Feijoas, ich kenne die, aber wer kennt die sonst noch? Ja, das habe ich mir auch so gedacht. Das hat nichts mit Fiji zu tun oder nichts mit Fuji, was die viele Fotoleute kennen. Nee, sag mal Feijoa, was ist das? Feijoa, die ganz witzig, da sind jetzt so viele Artikel bei mir aufgekommen über die Feijoa, dass der eine Artikel, den ich jetzt in der New York Times witzigerweise gelesen habe, da ging es darum, dass es ja, dass die Leute mal denken, die Kiwi ist die Lieblingsfrucht der Neuseeländer, es ist aber eventuell die Feijoa. Naja. Ja. Aber ist denn nicht die Kiwi eigentlich nicht aus Neuseeland originär? Ist die nicht aus China oder so? Ja, genau, so wie die Feijoa, die ist auch aus China. Ach so, ich dachte, jetzt haben wir mal eins, was wirklich originär ist. Das ist ja blöd. Nein, die kommt originated auch aus China. Ja. Okay. Genau. So, jetzt wissen wir immer noch nicht, was das ist. Wächst wie aber groß, hier ganz gut. Wie sieht's aus, wie schmeckt's, was kann man damit machen? Ich würde sagen, so groß wie eine Kiwi, kann aber auch viel kleiner sein, ne? Ich meine, du hast die wahrscheinlich im Norden gehabt, ne? Ich meine, die wachsen ja überall im Norden und auch teils im Süden. Aber ich würde jetzt sagen, im Süden werden die vielleicht nicht so ganz groß wie im Norden, ne? Norden hat ja immer ein bisschen kälter. Mehr Sonne. Genau, mal kälter. Also die können mal kleiner sein, aber so vom Durchschnitt würde ich sagen, so groß wie eine Kiwi. Und witzigerweise, ich weiß gar nicht, wie hast du die gegessen? Hast du die mit Haut gegessen oder hast du die ausgelöffelt? Ich glaube, ausgelöffelt wie Kiwi, so aus. Wie eine Kiwi, genau. Es gibt Leute, die auslöffeln. Es gibt aber Leute, die komplett essen mit der Schale tatsächlich. Und die Schale ist ja eher der saure Teil. Also das Außen und was bis ins Innere reingeht, ist eher sauer, also quasi wie eine Kiwi. Und innen drin ist es wie ein Gelee, wie Honig, ganz süß, ne? So mit Kernen also das, und so ein Zeug, ne? Ja, so Gelee-artig, ne? Also das Saure trifft das Süße. Ganz verrückt. Ja. Ja. Und ich glaube, die Hauptsaison ist so zwischen März und April und da machen die ganz verrückte Sachen hier mit, ne? Da hat jetzt zum Beispiel, da hat dann eine Bierfirma einen Preis mitgewonnen, weil die dann saures Bier ist ja hier so ganz modern, ne? Ich weiß gar nicht, ob das in Deutschland, habe ich das gar nicht so gesehen. Also das ist Bier. Ich kenne nur die Sprichwort sauer Bier verkaufen. Also ich glaube nicht, dass ich glaube, in Deutschland wäre das überhaupt gar kein Ding, ne? Nee. Der hat auf jeden Fall einen
einen Fijoa saures Bier gemacht und hat damit einen Award gewonnen. Viele Leute legen die ein, so wie Gast, der legt die in Pinot Gris ein. Es gibt aber auch Leute, die machen da Säfte draus, ne? Sodas, schmecken auch ganz lecker. Und dann natürlich, ne, kannst du so auch essen zum Eis oder zum Joghurt. Der Otto, der isst das immer zum Joghurt oder auch so, ne? Der mag die so auch ganz gerne. Kann man dran rummatschen. Genau, ja. Der baut da kleine Kebabs draus. Habe ich ihn beobachtet letzte Woche. Okay. der hat dann seine anderen Überreste des Essens in diese ausgehöhlte Fijoa reingemacht und hat das dann präsentiert wie so ein Kebab, weißt du, wie so ein Mini-Kebab. Ah, cool. Ja, wie so ein Pita-Brot, ne? Oder so, ne? Oder? Ja, genau. Ja, kann man machen. Ja, ne? Lernst du wieder was dazu von den Kleinen. Das stimmt. Ja, Fijoa. Ja. Was gibt denn aus Deutschland Neues? Weiß ich gar nicht, was da eigentlich so los? Was da eigentlich so los in Deutschland? Ich war ja 4 Wochen da, ne? Vier Wochen war ich da, genau. Und ich war im Harz hauptsächlich. Und das war auch ganz nett, weil wir hauptsächlich eben Zeit mit der Familie verbracht haben. Das war für den Otto halt auch ganz toll, weil du merkst jetzt eben, der versteht beide Sprachen. Jetzt machen sich die Ärzte natürlich Sorgen. Der ist jetzt, ne, der ist jetzt 2 geworden, der ist ja aber ein bisschen zurück, weil er so früh geboren wurde. Aber jetzt machen die sich Sorgen, weil er spricht halt noch nicht viel. Und ich denke dann, naja, er versteht 2 Sprachen, kann sich wahrscheinlich auch nicht entscheiden, welche Sprache er spricht, denn ich spreche ja immer Deutsch mit ihm und Gas und alle anderen mit ihm Englisch, ne? Und er versteht definitiv beides, also er reagiert auf beide Sprachen und er sagt halt auch das, ne, das, was die, das, was sie sagen, Mama, Papa, und manchmal sagt er auch mehr. Also ich habe so das Gefühl, er sagt immer, was ist das, wenn er mit dem Finger auf was zeigt, aber so richtig weiß ich es auch nicht. Naja, auf jeden Fall schickt man ihm jetzt zum Audiologen. Und ich habe gesagt, okay, ja, dann gehen wir mal zum Audiologen, gucken wir mal. Ja, aber das ist doch öfter so, ne? Dass mancher irgendwie später unterschiedliche Entwicklungssprünge wieso geht der denn noch nicht? Wieso kann er noch nicht rückwärts laufen? Das macht er auch nicht. Zeug. Ja, ja. Genau. Ja, ja. Ganz schlimm. Aber da darf man sich nicht Gedanken drüber machen. Aber das war halt so toll, ne? Dass er das so 4 Wochen lang komplett dieses umgedreht zu haben, wo alle um ihn rum sprechen jetzt plötzlich Deutsch und kein Englisch, ne? Ja. Also dieses komplette. Das war super für den. Also der hat sich so gut entwickelt, dass er wieder so einen Wachstumsschub hatte und auf dem Rückfluglager nicht mehr in das Bassinett gepasst hat. Das war natürlich eine geile Rückreise. Also trotz Emirates, die da echt viel Platz haben, ne? Oh, die sind ja auch toll, ne? Aber ey, du hast den dann halt auf dem Schoß, ne? Also auf diesem langen Flug von, was ist das, Dubai, Sydney, sind glaube ich 16 Stunden. Und ich musste den zwischendurch mit auf die Toilette nehmen. Das hat mir so leid. Der hat geschlafen. Ich musste wirklich dringend mal auf die Toilette. Ne? Musste den halt absetzen und musste dann wieder hochheben. Ja. Ja, also der war ziemlich fertig auf der Rückreise. Und es ist aber so faszinierend. Ne? Also du bist da schon so ein bisschen so eine Sensation auf dem Flughafen, wenn du so ein kleines Kind im Rucksack hast. Ne? Und dich halt so durch den Flughafen durchfuchst. Ja. Und das Witzige ist ja wieder, wir hatten das Thema ja schon mal, Thomas, wir haben das ja öfter. In Deutschland gucken dich die Leute alle nur an und denken, scheiße, ey, hoffentlich sitze ich nicht in der Nähe von dem Kind. Oh Gott, das Kind, oh Gott. Schreien. Du kannst richtig die Blicke sehen, ne? Und sobald du Australien, Neuseeland erreichst, ist unfassbar. Ja. Unfassbare Hilfsbereitschaft. Also die Leute, die wollen dir alles abnehmen, nehmen dir das Kind ab. Die kommen auf dich zu und sagen, oh, das ist aber toll und wo waren sie denn, ne? So Kerle, ne, so Mitte 30 kommen an und sagen, fliegst du auch dahin? Ich helfe dir. Muss ich dann sagen, nee, ich flieg leider nicht dahin, aber schön, dass du mir hilfst. Ne? Komm mal mit, ich habe noch was anderes zu tun. Ja. Nee, also echt unglaublich witzig, ne? Witzig wieder dieses, ich weiß auch nicht, ich habe mich daran jetzt schon gewöhnt, ne? Aber es ist... Ja, nee, ist ja auch das war... So. Ja, genau. Ja. Ja, und sonst ist in Deutschland da gar nicht so viel passiert. Ne? Also ich habe schon gemerkt, ne, dass es ist ein bisschen teurer geworden. So, wir waren jetzt ein Jahr lang nicht zu Hause. Wir waren das letzte Mal im Mai 23 und jetzt dann im April 24. Und ich habe das schon im Supermarkt gemerkt, dass da so ein bisschen was passiert. Ne? Also so die ein oder andere alleine. Sache. Bei euch Nö, auch, das ist ne? ja bei uns genauso. Genau. Bei uns war es ja schon immer so. Bei uns war Deutschland halt immer noch viel günstiger. Also bei uns kannst du es ja gar nicht, ne? So viele Sachen, die du dir eigentlich gar nicht. Du musst halt gucken, ne, was ist hier hergestellt und
das kaufst du halt. Du kaufst halt nichts, was jetzt irgendwie groß importiert wird, weil das ist natürlich viel teurer, ne? Nutella muss nicht sein, ne? Sowieso nicht, ne? Nee, na, in Deutschland, ja, das war ja so Ottos Lieblingsfrühstück, Nutella zum Frühstück. Ja, wahrscheinlich. Der, muss der hatte jeden Morgen Nutella auf dem Brot, das war der toll. Ah, ja. Oma und Opa, ne? Was willst du machen? Ja. Musst du wieder abgewöhnen. Ich hab dann auch gesagt, komm, hier, hol. Die vier Wochen, Mensch. Hm. Ne, ja. Da muss man dann nochmal, ist er ja auch im Urlaub, ne? Ist er dann für ihn auch mal Urlaub. Ja. Aber ja, da habe ich dann schon gedacht, oh, ob er jetzt hier den Toast wieder anrührt mit Papas Marmelade, ne? Ich meine, das habe ich ein bisschen Angst gehabt, aber hat er wieder genommen, ja. Naja, okay. Der Hunger treibt es rein, ne? Wie sagt man, ne? Ja, genau. Aber du, das ist ja auch so, Nee, mach weiter. Hm? Das ist ja auch so interessant mit dem Essen, ne? Der isst ja hier auch komplett anders als da, ne? Das ist ja auch so, der wächst ja hier, ne? Der Gast, der ist ja Koch und die Mutter ist ja auch leidenschaftliche Köchin und es ist ja quasi, das meiste, was bei uns auf den Teller kommt, ist quasi von der Farm, ne? Also viel Grünes, viel, ne, was im Garten halt wächst, ne? Und viel Fleisch, also viel echt? Beef, viel Lamm, ne? Das ist ja in Neuseeland, kostet es ja viel weniger als in Deutschland, ne? Also eine ganz, ganz anders. Er isst aber alles. Also heute zum Beispiel hat er rote Beete gegessen, eingelegte rote Beete. Ja. Muss man nur aufpassen, dass er nicht so rumkleckert, ne? Aber sonst. Ja, der sah da ganz lustig aus hier, wie der Joker wieder, ne? Aber da bist du auch schon beim guten Thema, beim Rumklecker-Thema. Das ist ja so ein Ding, was wir in Deutschland, da bin ich ja, ne, also das ist ja so ein, wirklich so ein Thema, die Kinder dürfen nicht kleckern und die dürfen auch nicht sich dreckig machen, ne? Das ist ja wirklich ganz schlimm. Ja. Und das ist bei uns ja ganz anders. Ich meine, also das ist halt eine ganz andere Mentalität hier, glaube ich. Das ist völlig anders, dass die im Kindergarten sich auch einsauen dürfen und dass sie halt draußen sind und dreckig werden, ist ja ganz normal. Ich meine, ich kann den ja nicht den ganzen Tag drin halten hier auf der Farm. Und wenn der halt am Teller, wenn der da mit seinem Teller sitzt in der Küche, da sieht es danach halt auch aus. Aber das machst du dann halt auch wieder sauber und dann ist gut. Aber in Deutschland wäre es am liebsten, dass er nochmal mit dem Löffel gefüttert wird oder mit der Gabel. Und dann waren wir so bei Gelegenheiten, waren wir unterwegs und waren dann auch mal essen. Und da waren dann Freunde von mir dabei, die haben dem nach jeder Pommes den Mund abgewischt. Ja. Ich gesagt habe, der ist doch gar nicht dreckig, Mensch. Am besten noch so mit Spucke, ne? Ja. Also, nee. Ja, aber das ist halt so, ne? Ich meine, wir sind auch so aufgewachsen, ne? Und heute, ja, ich weiß auch nicht, was da los ist. Ne? Aber vielleicht ist ja auch Stadt und Land oder ihr seid da einfach echt weit vom Schuss, ne? Und noch so, den Klinikfimmel, wie heißt das da, dieses antiseptisch Fimmel dann hat, ne, alles desinfizieren und sonst irgendwas. Nee. Also, ist ja erwiesen, ne, dass wegen Allergien und tralala ist besser, ne? Total. Schmeiß die in den Dreck und, ne, und alles ist gut, ne? Also, was ist das Schlimmste, was passieren kann, ne? Dann scheißt das halt wieder aus oder es kommt wieder raus, ne? Irgendwo anders, ne? Also, ja. Ja, wir waren noch in einem Kindergarten von meiner Nichte und ich fand das so steril und so. Das ist also überall dieses Handsanitizer, ne? Und dieser Kindergarten, der war spotless, da war nichts, da saß alles in der richtigen Ecke. Das sah überhaupt nicht aus, als ob da Kinder spielen würden, ne? Ja, das ist ein Operationssaal. Ja. Also das fand ich auch irgendwie irre. Also wirklich die Boden da auch blitzeblank, ne? Natürlich, weil die Kinder sofort, wenn die reinkommen, die Schuhe ausziehen. Das machst du bei uns auch nicht. Das musst du halt auch gar nicht. Ich meine, naja gut, also das ist halt auch so ein Thema. Klar musst du in Deutschland, wenn du mit den öffentlichen Verkehrsmitteln fährst und das ist halt nochmal eine andere Nummer, als wenn du hier auf dem Land bist und das Einzige, wo du dich hinbewegst von A nach B ist vom Shop, von einem Shop, der hier ist, ne? Runter die Straße, wo ein paar Kühe und Schafe an der Seite. Also du kannst ja eigentlich nicht jetzt groß irgendwas einschleppen, ne? Ja. Nee, ach Quatsch, alles gut. Du hast gerade gesagt, der Gast wäre so unheimlich weit weg. Ist da euer Farmstore? Ich denke, der wäre gleich auf dem Gelände irgendwie. Oder ja, ist aber der ist ja noch nicht fertig. Nee, weil du sagt hast, der wäre Stunden weg, also stundenweit ja, weg. Der... Genau, also der hat sich eine Küche gemietet in Kuo. Das liegt quasi zwischen Wanaka und Dunedin. Denn der kriegt ja seine Früchte hauptsächlich aus Central Otago. Das ist ja quasi Wanaka, ne? Und dann muss der ja hinfahren und muss quasi die Früchte abholen. Ne? Das ist dann auch eine Riesenlieferung. Der holt ja tonnenweise Aprikosen, tonnenweise
Pflaumen. Mhm. Und dann fährt er nicht hierher zurück zu einer Küche, sondern quasi in der Mitte. Da hat er vor Jahren mal eine günstige Mietküche gefunden. Und da kann er halt auch übernachten, weil wir da irgendwie, da hat er früher mal gearbeitet und da kennt er da auch jemanden. Und das ist halt 3 Stunden Fahrt von uns. Und da würde, also ich bin halt mal am Wochenende da, aber das ist, du kannst das nachher mal googeln, Kuo heißt das, K-U-R-O-W. Und das ist wirklich so klein und so, also das ist kleiner als Portobello. Okay. Also, und da ist halt wirklich gar nichts. Und es ist trocken und heiß, ne? Das ist halt dieses Lindy's Pass und Centro Otago. Das ist ja diese ganz heiße Area, wo es halt alles wirklich wie eine Wüste ist, ne? Und wenn du da mit einem Kind bist, du kannst da halt auch echt nicht viel machen. Also das fährst du vom Stadtende zum anderen, da sind so ein paar Wein-Tastings, aber das kann ich mit Otto auch nicht machen. Nö. Man setzt ja nicht in den Kinderwagen und verkostet da mal ein paar Weine neben ihm. Prosit, kann er das schon auf Deutsch, ne? Genau, von daher sind wir entweder hier auf der Farm oder wir fahren auch öfter mal nach Wanaka, wenn wir jetzt irgendwie, das mache ich auch öfter mal, da sind ja noch viele Freunde von mir, jetzt im Sommer war ich oft da. Und das war aber so der Hauptgrund, warum wir gesagt haben, wir fliegen nochmal nach Deutschland, denn das war ja jetzt, dass er noch unter 2 war. Das heißt, ich habe das Ticket umsonst gekriegt quasi. Und Gas war jetzt sowieso nicht da, von daher, ob ich jetzt hier in Dunedin bin oder in Deutschland, das macht ja dann keinen Unterschied für uns, ne? Ja, ja. Und die Geschichte wandert jetzt sozusagen da von dem Zwischenlager dann ganz zu uns, euch. Genau. Ja. Okay. Also das war jetzt. Das baut er jetzt gerade auf. Genau, und wir sind jetzt, wir sind jetzt bei der, also die Außenfassade ist quasi dran, das Dach ist dran, das ist ja so eine Scheune, also es ist ganz einfach gebaut, ne, das ist wirklich wie so eine Schafscheune, ne? Also wie so eine Garage. In Deutschland kriegst du ja diese Blechgarage, ne, und das ist halt eine große Blechgarage quasi, die aber dann innen ausgebürt wird und die halt vom Bild ganz gut hier reinpasst, weil wir halt hier auf einer Farm sind, ne, also du könntest hier auch kein Einfamilienhaus bauen und das dann in einen Shop umwandeln, also das muss ja irgendwie auch so Charakter haben, dass das in so eine Farm reinpasst, ne, und wir haben jetzt Dach, Außenfassade, die Elektriker haben angefangen, die Leitung zu legen und wir warten jetzt halt noch auf die Fenster und ja, dann geht's quasi los mit der Innenausrichtung. Also wir hoffen, dass wir im Juli und August fertig sind, so ungefähr Juli, August. Und, das wird zügig, ne? Genau, und dann kann Gas quasi seine ganze Produktion nächstes Jahr hier machen. Ich habe ihn gerade in der Küche gefragt, was denn unser Ofen kostet, weil das ist ja das Wichtigste. Ne? Da werden ja quasi die Früchte drin, also die bleiben ja eine Weile im Ofen eingelegt, Und der liegt bei $7,000, also so 4.000 Euro kostet der Ofen. Geht aber, ne? Ja. Ich meine, dafür, dass es Produktionsmaterial ist, ist ja nicht so ein Hobby-Koch-Dingsbums, ne? Der läuft ja dann quasi Tag und Nacht, ne? Ein paar Monate, ne? Ja, so ist es, ja. Und das ist aber alles gar nicht so einfach hier, weil wir sind ja nicht, das haben wir mal besprochen irgendwann, wir sind ja nicht an die Wasserversorgung angeschlossen, ne? Und auch nicht ans Abwasser. Und das heißt, wir haben jetzt Abwassertanks bekommen und bekommen auch Wassertanks. Und das ist natürlich ein Riesending, weil die Abwassertanks, also die das Wasser dann filtern, die werden unter die Erde quasi eingesackt, ne? Und das war halt eine Riesennummer. Also wer sich das mal angucken möchte, wir haben auch einen Instagram-Account, Augustine auf Porto Bello. Und da sind auch so ein paar Videos. Also da stellen wir jetzt momentan quasi nur den Bau rein. Also da ist immer ein Update vom Bau. Da sind immer kleine Videos oder was wir jetzt wieder gemacht haben. So Webcam live. Ja, so ungefähr. Ja, das bin aber ich mit meinem Handy, die Webcam. Ja. Wir haben aber schon eine Genehmigung von der Stadt bekommen, was geil ist, weil das ist ja auch bei vielen, dass das länger dauert, ne? Und die Genehmigung aufzumachen haben wir aber. Ja, also das ist schon mal auf jeden Fall was bei vielen echt hätte noch, wo wir nicht wussten, ob das so schnell geht, aber das ging relativ schnell. Wir müssen der Stadt nur eine Gebühr für die Straßenbenutzung bezahlen. Aber wir zahlen sowieso eine Gebühr noch der anderen. Ja. Aber das ist ja dann cool. Ja, da hast du dein eigenes Ding da. Gleich vor der Tür, ne? Da muss man nicht mehr viel tun. Ne? Und dann kommen die Früchte quasi, fahren nochmal 3 Stunden weiter und dann werden sie halt so geliefert, ne? Genau, und wir
bauen ja, also wir bauen, wir haben ja, wir wachsen ja den, der wächst ja der Rhabarber auf der Farm. Und einiges anderes, wie zum Beispiel Äpfel, die ihr halt für Chutneys nutzt. Und wir bauen halt immer mehr, wir haben ja immer mehr Früchte, Bäume, die wir halt quasi anbauen, ne? Die jetzt vielleicht nicht in den nächsten 2 Jahren schon irgendwie viele Früchte kriegen, aber in den nächsten Jahren. Du kannst natürlich einiges, sowas wie Aprikosen wächst halt wirklich nur in einem heißen Klima und in ihnen ist halt einfach kein heißes Klima. Also es gibt vieles, was du immer, immer holen musst und dazu holen musst. Aber so, also echt viel Arbeit dann, ne? Heiliger Bimbam, ne? Ja, also 4 Monate und das sind halt auch lange Tage, ne? Also der ist dann wirklich von morgens um 6 bis abends um 8 steht er teilweise in der Küche. Also das sind ja tausende von Gläsern, die der da einlegt, ne? Alles Handarbeit, jetzt, ne? Entsteinen und jetzt, kochen oder? Genau, er hat jetzt aber eine japanische Peelmaschine gekauft. Oh, cool. Also die richtig geil. Die ihm quasi die Früchte, die dann abschält. Die Früchte quasi schält, genau, aus Japan. Weil er hat so ein paar Früchte, wo das einfach echt intensiv ist, das per Hand alles zu machen, ne? Also es ist einfach zu viel. Aber sonst sind die alle, genau, per Hand angelegt. Und das ist halt das, was funktioniert, ne? Und was die Leute irgendwie hier kaufen. Ich glaube, in Deutschland würde das auf gar keinen Fall funktionieren. Also ich kann mir nicht vorstellen, ich wüsste nicht, wie ich das in Deutschland vermarkten sollte, dass ich jetzt in Blankenburg im Harz angefangen habe, so ein paar Böhnen einzulegen. Und dann, weißt du, habe ich die Hand gemacht und jetzt soll die mal einer kaufen für 15 Euro. Ich weiß nicht, wie ich die... Ja, aber so ein paar Ökoläden, die haben das doch, ne? So hausgemachte Marmelade. Aber das ist dann natürlich dann 10 Gläschen, ne? Das ist so für einen Wochenmarkt, ne? So, ja, ne? Aber nicht... und im Wochenmarkt, ja. Genau, ja. Also bei uns verkauft sich das ja echt super online. Ich mache jetzt gerade viel Promo für Muttertag. Viele kaufen das für Muttertag. Stimmt. Das optimale Geschenk. Ist ja bald. Ja, 12. Mai, ja. Und halt so ganz viele Geschäfte, die so Bioladen oder große halt Gourmetläden, ne? Dieses ich weiß nicht, in Auckland gibt es halt diese Läden, Faro Fresh heißen die, das ist halt so eine große Kette, die dann halt auch ein bisschen teurer ist, ne? Ja. Das, ne, und wenn jetzt halt der eigene Laden noch dazu kommt, wo die Leute dann halt wirklich kommen können und können das halt bei uns im Regal quasi kaufen, aber er will das ja so machen, dass er dann quasi in die Gerichte, die wir verkaufen, also wenn wir jetzt zum Beispiel aufhaben als Café, dass er dann quasi die Produkte integriert, ne, dass du dann jetzt kein Ex-Benedict bei uns kriegst, sondern ein frisches Brot mit der Marmelade halt, ne. Ja. Und ich glaube, dass es da auf jeden Fall Potenzial für gibt, weil es halt was anderes ist, ne? Ja, ist ja vielfach so, ne? Ich war letztens, wie heißt die komische Firma? Sonnentor heißt die. Und der Typ, der hat, keine Ahnung, mit 23, der sieht auch so wie Peter Lustig, kennst du noch, ne? So mit Latzhose, eine runde Brille und huhuhu, die Welt soll besser werden. Da war Öko und Bio und so ein Zeug überhaupt kein Gespräch. Da hat gesagt, ne, komm, hier in der Gegend, da wachsen so viele Kräuter und sowas und das würdigt keiner. Da hatte quasi einen Bauer nach dem anderen überredet, rein Bio anzubauen, ne? Und nach dem höchsten Standard, ne? Und die liefern, und er garantiert denen, weil die hatten keinen Bock, das zu verkaufen. Also zu verpacken, zu verkaufen und sonst was. Sie sagen, pff, komm, hier, ne, Genossenschaft oder sowas, nimmt das ab. Aber die hatten kein Interesse dran. Und der hat gesagt, ich nehme euch das ab und ich verkaufe euch das, portioniere das und ihr, ne, wir haben beide, können gut davon leben. Ne, und jetzt hat er so eine Firma, was hat man die gesagt? Habe ich so eine Führung gemacht. 1 Million Umsatz pro Woche. Das ist ja richtig viel, ne, für so ein, die haben natürlich auch Tees und also alle Kräuter, alles, was so Gewürze, natürlich nicht alles selber da in der Gegend, ne, aber dann hat sich irgendwann dieses Sonnentor, dieses Emblem hat sich sozusagen etabliert, sagt, ne, wir sind das Gütesiegel und jetzt kaufen die auch Schokolade und sonst irgendwas, ne, aber in diesem Laden gab es halt auch ein extra Restaurant dabei. Ne, ich weiß mal, Leibspeise ähnlich hieß das. Da gab es natürlich dann auch die Gewürze dann alle so auf dem Regal. Dann konntest du beim Essen das dann reinkippen. Ne? Und dann kommen die dann, oh, ja, darf ich ihnen helfen und tralala. Das war richtig rührend und war nämlich auch nicht richtig teuer. Ne? Er sagt, nee, wir haben halt die Masse und dann können wir quasi auch mit dem etablierten oder dem, wie heißt das, traditionellen Landwirtschaft mithalten. Und aber wenn du einmal so eine Marke geprägt hast, ne, das wäre ja quasi so wie bei dir. Ne? Sagt, ne, komm, ne, ich zeig euch auch, was man damit machen kann oder ne, garnier das ein bisschen und da könntest du natürlich auch ein paar Sachen von anderen Befreundeten oder Gleichgesinnten dazu tun, dass du da nicht nur
Marmeladen und sonst was verkaufst. Ne? Dann kannst du sagen, ne, der Kaffee oder ne, was auch immer dann mit dazugehört. Ne? Und dann hat man sozusagen, ne, und ihr könnt dann bei denen dazu tun. Ne? Und so hat man dann irgendwie so ein, ja, ich will nicht sagen gemeinnützig, ist ja nicht gemeinnützig, aber sagen wir so ein gutes Auskommen auf guter Basis, ne? Dass man gemeinwohlorientiert, so wollte ich das nennen. Ja. Ne? Wir hatten ja mal die Gemeinwohlbilanz. Genau. Und, dass an allen dabei gut geht, ne? Weil die Konzerne lassen ja manchmal nicht viel Luft, ne? Oder der Handel, ne? Aber dann musst du halt selber machen, ne? Dann sagst du, okay, ne? Wir verkaufen das, was wir können und dann müssen wir damit auskommen und dann ist es auch gut. Ne? Und ich glaube, dass da auch ein Trend in Deutschland so ist, ne? Eher wieder zum Bauern zu gehen und rauszufinden, wer hat die Produkte gemacht, statt zur großen Konzern zu gehen. Ne? Das ist wahrscheinlich echt ein Trend überall. Ja. Meistens beides, ne? Die gehen zum Aldi und machen das andere dann dazu, ne? Auch so ein bisschen Gewissensreiniger ist das so manchmal, ne? Aber die Eier und die Milch kaufe ich doch beim Bauern, ne? Genau. Aber das Steak dann doch nicht, ne? Das ist dann wieder beim Aldi dann, ne? Ja. Ja. Genau, ja, aber das stimmt, ja, das ist so ein Mix dabei, ja. Ja, also ich glaube, dass da wirklich grundsätzlich so irgendwie der Trend für da ist, ne, und dieses Ganze bei uns halt, dieser ganze Erlebnistourismus, ne, und dass die Leute halt, gerade bei Neuseeland, du willst ja sehen, ne, also so dieses Land, was wir hier haben, diese 50 Acre Land, diese ganzen, alles, was angebaut wird, ne, was du alles sehen kannst und diese Verbindung zur Natur, das hast du halt auch nicht, wenn du jetzt in Dunedin bist, ne, dann gehst du in die Stadt und dann hast du da einen Café nach dem anderen in dieser Stadt, ne, und du hast aber halt. Aber die ist dann auch wie jede andere Stadt, ne, also das. Genau. Ne? Ja, ne? Was ist der Stempel von Dunedin, ne, das ist die steilste Straße, die Gemütlichkeit, die Studenten. Und jetzt kommt noch dein Erlebnisshop dazu, ne? Genau, und der ist halt draußen an der Küste, ne? Du musst halt diese Küstenstraße langfahren. Das ist ja hier alles quasi die Wildnisgegend sowieso. Du hast ja hier die Albatross um die Ecke und die Pinguine. Ja. Und Otto und ich laufen ja immer zu den Sea Lions. Hier sind jetzt gerade die Sea Lion Puppies im kleinen Pool, ne? Und die sind ja auch am Strand. Und da können wir eine schöne Runde hinlaufen. Waren wir heute Morgen wieder, war aber nur einer da. Aber hier ist halt dieses Ganze, ne, das ist halt alles hier Natur hier draußen, da ist ja halt kaum irgendwie was Industrielles. Und das ist dann halt nicht so ein Café wie jedes andere, was halt wie jedes andere das gleiche auf der Karte quasi hat, ne. Es gibt auch kein frittiertes Essen bei uns zum Beispiel. Och, was sollen die Kinder kriegen? Die wollen doch Fischstäbchen und Pommes. Ja, genau. Ja, Otto hat also erstmal Fischstäbchen gegessen in Deutschland. Das gibt's hier gar nicht. Ich habe hier noch nie Fischstäbchen gesehen. Gibt's wahrscheinlich schon. Fischfingers würde sich das wahrscheinlich nennen, aber ich habe es noch nie irgendwie nachgeguckt im Supermarkt. Das hat das erste Mal in Deutschland gegessen. Meine Eltern haben darauf bestanden, weil ich das als Kind ja gegessen habe, die guten Iglo-Fischstäbchen. Und dann musste ich erstmal gucken, Thomas, sind die denn gesund? Kann der das dann essen? Aber die sind gar nicht so schlecht abgeschnitten. Ne? Das ist ja auch so witzig. Was ist denn dieses Ganze mit diesen Nutrition-Siegeln? Ne? Habt ihr das schon mal besprochen im Podcast? Komme ich da jetzt dazwischen? Dass du dann irgendwie so ein Produkt siehst und da ist da dann so ein A drauf, so, B, C oder halt ein D. Ne? Und manche Produkte, wo du denkst, so, das ist doch, aber wo du denkst, das ist doch der größte Schrott, zum Beispiel Orangensaft. Ne? Ich habe versucht, meinen Eltern zu erklären, dass jeder Orangensaft auf dem Supermarkt ja Zucker haben muss. Ich meine, der kann sich doch sonst gar nicht eine Woche halten. Wie soll denn das funktionieren? Und dann hat so ein Orangensaft eine A, wo du dann hinten drauf guckst und siehst dann, ja, ist ja aber Zucker mit drin. Und eigentlich so, also wenn du den jetzt ein Kind gibst, ich presse den halt aus. Ich kaufe halt eine Orange und presse ihm mal eine Orange aus, wenn er jetzt wirklich mal Orangensaft braucht. Aber normalerweise gibst du Kindern in dem Alter keine Säfte und keine, das gibst du denen nicht. Oder sehr Tees, ganz gefährlich, ne, dieses Zeug, ne? Alles. Ja. War ganz verrückt mit diesem. Ich bin nicht dahinter gekommen. Ne? Die Fischstäbchen hatten nämlich, glaube ich, auch ein A. Ich glaube, Iglo-Fischstäbchen hatten sogar ein A. Und dann meinte irgendjemand zu mir, ja, du kannst die Unternehmen auch bezahlen. Und dann machen die ein A drauf. Und dann dachte ich, was ist denn das hier wieder für eine Verarsche? Also ich glaube, dass das für ganz Dumme ist, die wirklich gar nicht wissen, was sie kaufen, wenn sie in den Supermarkt gehen. Ja, meinst du, also ich weiß jetzt nicht, ob... Also wie da diese Kategorien zustande kommen, weiß ich jetzt auch nicht. Aber eigentlich sollte es doch ein bisschen reglementiert sein, stelle ich mir vor. Ne? Und eigentlich sollte es doch auf jedem Produkt sein, oder? Es ist ja auch teils auf Produkten, auf anderen Produkten. Ja, ich meine, das ist ja auch der Hit, ne? Wenn es nicht drauf ist, heißt nicht, dass es schlecht ist. Ne? Also, ja. ja.
Ja, aber gut, der gesunde Menschenverstand, ich meine, dass dieser kleine Kasten da mit Kohlenhydrate, Bestandteile, auch in der Reihenfolge, genau, diese drin sind, da kann man sich nicht vergucken. Also wenn man, nee. Also das ist auch groß genug, ne? Das Leute, die, ja, nur so bei den Inhaltsstoffen, da wird es ja ein bisschen kleiner. Aber ich weiß jetzt nicht, ob beim Orangensaft, ob da wirklich, das ist doch der normale Zucker, ob die da wirklich noch Zucker zusetzen? Hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Ja, ich glaube schon, gerade, weil der hält sich ja gar nicht sonst so lange. Ne? Ist er nicht eh gekocht oder so? Also der wird ja normalerweise, setzt er sich doch dann ab. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass die wirklich zuckerfrei sind, also dass da kein extra Zucker noch dazukommt. Ja, und die Fischstäbchen, ja, mein Gott. Also wenn das Kind sonst so gar nicht zu Fisch kriegst, ja. Ja, der ist, das ist halt die scheiß Panade halt drumherum, ne? Genau, das ist halt, ne? Und der hat halt hier frischen Fisch. Also wir machen freitags kaufen Gasses Eltern immer frischen Fisch. Ja, cool. Ja. Also da hat er halt immer was Frisches, aber der hat auch die Fischstäbchen gegessen, aber das fand er, glaube ich, also da merkt man halt schon natürlich den Unterschied. Natürlich macht es einen Unterschied. Ich glaube, den hat er auch gemacht. Ja, aber interessant, ne? Also so, ja, wie so die. Ne, du merkst dann halt auch mal, ich habe da gar nicht so drauf geachtet, so was wie Joghurt zum Beispiel. Joghurt ist hier unglaublich teuer, aber der Joghurt hat eine ganz andere Qualität als in Deutschland. Also in Deutschland, der Joghurt ist ja so richtig, das ist ja so, wie so, alles was du kaufst, ist eigentlich wie ein Sahnejoghurt hier. Also ich glaube, dass der auch sehr kalorienhaltig ist, aber das ist jetzt hier nicht, also ich habe noch nie gehört, dass einer, ne, das ist, ich glaube, also in Deutschland kriegst du ja so viel mit 0,1% Fett und kein Fett und viel Kohlenhydrate. Und hier, was gibt es denn noch? Diese, die dann hoch in diese isländischen Joghurt. Ach so. Das kriegst du hier vielleicht auch mal in der Ausnahme, ne? Aber normalerweise kaufst du halt das, was hier hergestellt wird. Und das ist meistens fast wie ein griechischer Joghurt. Richtig schwerer. Ja, so 10% Joghurt, Fett, ne? Drin, ne? Also ich glaube. Ich weiß nicht, ob der 10% hat, denn ich habe in Deutschland einen gekauft, so einen 10% griechischen, und den fand ich schon richtig schwer und sahnig, ne? Ja. Und sahnig sind die hier nicht, aber die sind einfach von der Konsistenz ganz anders, ne? Also das ist. Aber Joghurt ist doch so einfach zu machen. Ne? Du brauchst ja nur einen natürlichen Joghurt nehmen und dann ein bisschen impfen, oder wie man sagt, ne? Und dann 3-4 Tage warten und dann ist er doch fertig. Also. Ja. Ja. Genau, kannst du hier ja auch kaufen, diese Joghurtmacher, das gibt es ja hier auch, dass du das auch kaufen kannst. Aber da habe ich so gemerkt, ach doch, und so Käse finde ich, doch, kriegst in Deutschland auch ganz toll, na klar, weil du den ja auch, der ist ja hier unglaublich teuer. Echt? Ja, Käse, komisch. Ein Stück Käse. Also ja, ich liebe das ja, also hier auch diese verschiedenen Sorten und... Da mag man Gouda verurteilen und sonst was, aber die haben, natürlich ist das nur dieser Junge, ne, mittelalt und verschiedene Variationen. Oder jetzt haben die da so mit Basilikum oder Pesto und sonst irgend so ein Zeug da drin. Das finde ich richtig süß irgendwie. Also wenn man so verschiedene Geschmackssorten da einfach ein bisschen reinrührt, natürlich ist das ein bisschen Pille-Palle, aber so Variationen, das haben die einfach gut drauf. Ne? Dass man sagt, das ist jetzt der Mai-Gouda. Da habe ich jetzt auch keinen Unterschied gefunden. Der sagt, ja, es ist ja nur von Heu, was am Mai gedüdüdüd und dass die Kühe, die finden das so schön, dann ist der Käse fast grün. Ist er natürlich nicht, aber haben so einen Marketing-Gag gemacht. Ist einfach ein ganz normaler junger Gouda. Ich habe echt keinen Unterschied geschmeckt, aber wurde so angepriesen. Und an der Käsetheke, da lasse ich mich manchmal verführen, ne? Dass wenn die sagen, oh, wenn man die ganzen Laibe da sieht, ne? Und dann wird es frisch abgeschnitten, ne? Und das ist einfach toll. Cool. Ne? Das siehst du hier auch so selten, ist selten, dass du sowas siehst. Ne? Ja. Dass du die Laibe so irgendwo siehst. Naja, das ist und teuer halt auch, der Käse. Aber es. Ja, das, man kann halt auch nicht alles haben. Ne? Geht auch nicht immer alles. Ja. Aber ja, spannend. Ich meine, Otto, der findet halt auch Schnitzel und Bratwürste und sowas spannend. Ich glaube, sein deutsches Lieblingsessen ist, glaube ich, Bratwürste. Ja, ich glaube schon. Bratwürste, so eine richtig gute Bratwurst, ja. Ja. Gegrillt wurde aber noch nicht, das war ein bisschen früh, ne? Aber doch, haben wir natürlich auch gemacht. Also ja, stimmt. Da, doch, im Harz, da wird immer nie ausgegrillt, da wird immer angegrillt. Da, genau. Ne? Ja, ja, okay, verstehe. Wir haben so viel Fische, weil mein Bruder, der angelt so viel. Und da gibt es immer geräucherte Forelle. Das fand er auch gut. Okay. Ja, mal was anderes, ne? Aber was anderes als Fischstäbchen. Ja, Wahnsinn. Mann. Und
der Store, habe ich das richtig verstanden, dass dann auch noch das Farming machen muss? Also wenn du bei euch dann die Äpfel ernten und tralala, dann bist du aber echt pausenlos beschäftigt, ne? Na, also wir haben, dadurch, dass der Store bei uns hier auf dem Land ist, ne, also der quasi bei uns hier vor der Tür ist, wollen wir den natürlich auch nicht jeden Tag aufmachen. Also unsere Genehmigung ist 3 Tage Kaffee, also quasi Wochenende und 1 Tag in der Woche. 3 Tage wollen wir Abendessen anbieten, aber so, dass du halt buchen musst, ne? Also wirklich so dieses, man nennt das halt Farm to Feast oder Feast Foraged and Feast, ne? Dass du quasi guckst, was wächst jetzt gerade auf dem Land, also dass du bestimmte Kräuter benutzt und damit halt ein frisches Abendessen kochst. Cool. Ne? Ja. Und das dann als Menü verkaufst und da musst du dich dann halt einbuchen, weil wir können nur, wir haben halt nur limitierte Nummern. Also wir bauen ja hier jetzt nicht ein riesen Restaurant auf. Genau. Wir können bis zu 40 Personen quasi. Das war eine Menge, ne? Das ist schon busvoll, ne? Das ist schon viel. Ja, das ist ein Busvoll. Und wir haben 3 Tage lang, wo wir beantragt haben, dass wir Workshops und so Cooking Schools machen können. Und das, glaube ich, wird auch nochmal ganz gut angenommen, glaube ich. Auch bei Touristen wird das, glaube ich, ganz gut funktionieren. Kannst ja all deine Yoga-Gruppen zu einladen. Findungsseminare. Wir haben sogar schon eine Yoga-Gruppe. Wir haben tatsächlich schon eine Yoga-Gruppe, ja, weil eine Yoga-Lehrerin, wir haben auf dem Grundstück oben, also wenn man den Weg, wenn man jetzt quasi die 10 Minuten hoch aufs Grundstück läuft, wo man halt die große Aussicht hat, da hat der Vorbesitzer Palmen so gepflanzt, dass sie quasi einen Zirkel bilden, also einen Kreis bilden. Das ist perfekter Yoga-Platz. Und dann siehst du halt noch so den Aussichtspunkt von hier. Ja, also es ist passt perfekt. Die macht am Sonntag wieder eine Klasse und die hat, glaube ich, voll gebucht dieses Mal. Ich glaube, 20 Leute. Okay. Manchmal hat die nur so 5, 6 und dann laufen die halt hoch, ne, bis zu diesem Punkt und dann machen die halt draußen Yoga. Auch jetzt quasi im Herbst noch. Und es ist aber ganz toll, weil du hast halt die Vögel um dich rum und also ist einfach die macht es halt am Strand und hier oben. Die hat 2 verschiedene Locations. Das wird aber super angenommen. Viel besser als im Studio, weil im Studio ist ja die Luft schlecht, du schwitzt so schnell. Ne? Und genau, und die hat das auch schon, die verkauft natürlich schon, dass wir bald aufmachen, weil dann kann sie sonntags morgens ganz früh ihre Klasse machen und dann kommen die danach alle zum Kaffee und Croissant. Und früh shoppen. Und sich alle wieder drauf. Ja, klar. Oh meine, meine. Und dann habt ihr quasi gar keine Zeit mehr für irgendwas anderes? Naja, guck mal, wenn wir 3 Tage die Woche Kaffee, 3 Tage die Woche Abendessen, 3 Tage Workshop. Naja. Haben wir eigentlich, muss mal gucken, wie wir die offen, wahrscheinlich werden wir es so machen, dass wir die Kaffeetage und die Abendessen verbinden, ne? Also dass das quasi immer 3 volle Tage dann sind, ne? Dass du dann ab morgens halt da bist. Und wir müssen sowieso jemanden einstellen. Also Gas wird da sein, aber für mich wird das, ich kann ja nicht am Wochenende das ganze Wochenende arbeiten. Ich habe ja auch noch Otto. Also wir haben beide noch Otto. Und das wird nicht funktionieren. Also wir müssen uns das irgendwie so legen, dass es für uns auch noch irgendwie, ne, dass es auch noch was vom Leben übrig ist. Ne? Deswegen haben wir gesagt, 3 Tage die Woche und nicht 7 Tage die Woche, weil dann hätten wir ja quasi kein Leben mehr. Nee, das stimmt. Und dein Business hast du doch auch noch, oder? Genau. Das ist ein bisschen auf Standby. Nö, ich habe das jetzt so, es lief tatsächlich auch die ganze Zeit weiter. Ich weiß auch nicht, wie das funktioniert hat, weil Otto ist ja immer noch nicht im Kindergarten. Der fängt jetzt erst an, in den Kindergarten zu gehen. Wir hatten den quasi Vollzeit zu Hause. Und jetzt habe ich es aber so, dass ich 2 Tage quasi weggelegt habe. Und 2 volle Tage dann quasi mir die Kundentermine buche. Weil das hat sich jetzt so gelegt, dass ich hauptsächlich Training, Workshops und Consultancy mache. Also das passt ganz gut, weil dann kann ich mir ja wirklich Termine auf 2 Tage legen. Ne? Ja, also klar. Ich fahre jetzt nächste Woche zum Beispiel in eine neue Firma, die mich jetzt irgendwie gefunden haben und gebe da Google Ads Training. Okay. Also quasi für die Marketing-Mitarbeiter da, die da noch nie was von gehört haben und die jetzt quasi sagen, oh, wir wollen hier nicht immer eine Agentur bezahlen für Sachen, die wir irgendwie nicht verstehen. Wir brauchen jemanden, der jetzt in die Firma kommt und erklärt uns quasi mal und durch die Plattform durch. Nur diese Sache dann, ne? Nicht noch, ne? Die so große Companies, die wollen ja dann immer alles, ne? Webseite und alles, ne? Viel Geld und verstehe. Nee. Also nur auf das, ne? Und das kann ich halt auch alleine machen und brauche dafür keine Mitarbeiter mehr. Also das ist halt schwierig, wenn du Mitarbeiter hast, dann ist es halt, dann musst du Vollzeit arbeiten, weil du kannst ja nicht den Mitarbeitern sagen, oh, wir machen jetzt 2 Tage die Woche, die anderen Tage die Woche wirst du nicht bezahlen, ne? Also von daher, genau.
Und für mich alleine passt das aber so ganz gut, weil dann kann ich mich alleine, ich mir alleine meinen Plan machen, ne? Ja, und wie das so weitergeht mit dem, na, wie sich das jetzt so entwickelt, wenn wir jetzt hier den Farmstore noch haben, müssen wir einfach mal gucken, ne? Also ich denke, dass das auch ganz gut wäre, um so, wenn ich jetzt Workshops und Trainings mal in einer Gruppe anbiete, dann könnte ich das halt auch als Location nutzen. Das wäre schon ganz cool, wenn ich das. Ja. Und ich würde so gerne weitermachen, weil ich habe es mir ja irgendwie, ne, bevor Otto kam, hatte ich es mir halt schon irgendwie echt ganz gut aufgebaut, ne? Und jetzt zu sagen, oh, ich weiß nicht, ich mache jetzt nur noch quasi noch das Kellnerin Business. Oder was, ne? Ja. Oh nee, das, ne? Das ja. ja sowieso nicht. Ich meine, da fällt halt so viel anderes an bei ja, klar, Gast, ne? Also das ist ja die ganze Promo im Hintergrund, ne? Ja. Da ist ja eh so viel. Aber irgendwie würde ich ja trotzdem gerne noch das machen, wo ich mir mein eigenes Taschengeld mitverdiene, was quasi auf mein Konto geht, weißt du? Genau. Ja. Wie war das bei Loriot, das Jodeldiplom? Da habe ich was Eigenes. Ja, genau. Ja, bei mir ist wunderbar immer noch was Eigenes, aber auf meinem Instagram-Channel ist es, glaube ich, seit dem letzten Jahr total tot. Da habe ich überhaupt, weil ich halt dieses, ne, weil ich ja bei Augustines of Portobello quasi den Account mache, dann für Augustines of Central und dann die Webseiten und die ganze Promo für Augustines of Central, denn von irgendwas müssen wir ja den Kredit bezahlen, ne? Also der bezahlt sich ja quasi von den Produkten, die wir verkaufen. Und wenn ich nicht arbeite im Hintergrund, verkaufen wir halt nichts. Ja. Halt das, ist schon echt ein Vollzeitjob, das alles, ne? So Newsletter und keine Ahnung, die Facebook-Ads, die Google-Ads, die ganzen Posts, die da raus müssen, ne? Die Kundenanfragen beantworten. Jetzt haben wir auch schon die ersten Bewerbungen, weil Gast war jetzt hier in dem lokalen Newsletter drin und hat schon eine Nachbarin angerufen, dass sie gerne seine Produkte in seinem Store verkaufen würde. Ja, guck. Das ist doch das Beste überhaupt, ne? Sachen, die von alleine kommen, ne? Oh. Ja, aber das ist Family Business, ne? Ja, genau. Ja. Genau. Müssen alle irgendwie mit dran. Jetzt hatten wir jetzt heute hier Gartentouren, weil Gasses Mutter organisiert ja so ein Festival. Wild Dunedin heißt das. Und Gas musste das Catering vorbereiten, denn natürlich waren wir der letzte Garten, in dem es Afternoon Tea gibt. Und er hat dann hier die riesen Platters gemacht mit Käse und all seinen Produkten und hat Brot gebacken. Ich musste Kuchen backen. Also ich bin jetzt tatsächlich gar nicht so schlecht im Kuchenbacken, ne? Also ich warte ja darauf, dass Gast sagt, ich darf einen meiner Kuchen mit aufs Menü nehmen, ne? Ah. Ja. Was nimmst du denn da? Also Marmorkuchen? Apfelkuchen. Nee, Apfelkuchen, weil wir so viele Äpfel haben. Wir sind ja mitten in der Apfelsaison. Ja. Und ich mache immer so einen Apfelkuchen, so einen ganz leckeren. Habe ich mir ein deutsches Rezept irgendwo bei Google rausgesucht und je mehr ich mache, desto besser werden die. Also ich habe die jetzt auch schon so ein bisschen gefeintuned. Ach so, okay. Ja, wie war das in Holland immer? Apfelgebäck, ne? Also dieser gedeckte Apfelkuchen, ne? Ist der das? Ist der so oder ist das ein anderer? Nee, das ist ein anderer, nee. Der ist einfach nur in so einer, nee, ich glaube gedeckte, nee. Quasi einfach, wie wird's denn den? Mürbeteig so mit Apfelstückchen. Ja, genau. Ne? Genau so. Ja, gut, das ist die einfache Variante. Ne? Ja. Genau, aber es gibt auch so Dinger, die so ne? Also diesen Grund, ein bisschen härteren Grundteig, frag mich jetzt, wie der heißt, aber dann sind so richtige Apfelstücke mit so ein bisschen, also geliert so ein ganz klein bisschen und dann kommt noch so ein Deckel drauf, also mit dem gleichen Kuchen. Und der ist ja, also in Holland wird der echt, also dauernd, also wenn du irgendwo Apfelgebäck sagst, dann kriegst du immer das, weil er so saftig ist. Ja, das. Es gibt ja auch die schwedische Apfeltorte, wo der dann geraspelt ist. Das habe ich letztes Jahr auch mal gemacht. Okay. Da ist dann ein geraspelter Apfel oben noch mit drauf. Und dann noch so eine Spannschicht oben mit drauf. Oh. Aber da sind da manchmal so Sachen, die gibt's hier halt nicht. Hier gibt's keinen Creme Fraiche und keinen Schmand. Okay. Ist das eh nicht dasselbe? Ja, das ist dasselbe wahrscheinlich. Genau, gibt beides nicht. Genau. Ja. Könnte dasselbe sein, ja. Ja, und Quark gibt's auch nicht, ne? Nee, genau. Ja. Tja, Mann. Ja, da kann ich halt nur bestimmte Rezepte nehmen, ne? Ja. Oh, ja, genau. Du musst Käsekuchen nehmen. Ja, Käsekuchen. Ja, das kommt noch. Ich bin da jetzt hier, ich habe zu Gast gesagt, na, wenn da ein Apfelkuchen von mir reinkommt, ne, dann nehme ich da eine gute Provision für. Ja.
Aber ich glaube, das meiste verdient man doch eher am Kaffee, ne? Oder? Ist das so? Ja, ja, ja. Ja, das ist jetzt auch so die, das ist, ich habe ja da den Hut auf für die Nachhaltigkeit, natürlich, war ja klar, ne? Ja, ja. Also es gibt natürlich keine hier es gibt natürlich keine Takeaway-Becher, kannst du dir vorstellen, also das auf gar keinen Fall. Aber jetzt halt auch andere Sachen, wo du gucken musst, dass du jetzt nicht einen Riesenhaufen Plastik am Ende des Tages hast. Da geht's halt auch bei der Milch los, ne? Also es gibt dann halt Glasflaschen, die du halt quasi wieder abgibst und dann füllen sie die wieder auf. Oder du hast halt Plastik. Klar kannst du Plastik auch recyceln, aber du hast dann halt einen Riesenhaufen Plastikflaschen. Oder du kannst tatsächlich hier Milchfässer kaufen und nachfüllen lassen. Ich weiß nicht, ob es das in Deutschland gibt, ist vielleicht auch schon. Also das wird auch angeboten. Das lohnt sich aber erst, glaube ich, an. Der meinte, das lohnt sich, wenn du, glaube ich, 40 Liter am Tag Milch verbrauchst. Boah, das ist ja Wahnsinn, 40 Liter am Tag. Also das ist ja, das bringt, also das komme ich nicht an. Glaube ich nicht. Ich glaube nicht, dass ich so viel Lattes verkaufe. Und dann halt auch die Hafermilch, ne? Da musst du dann halt auch gucken bei der Hafermilch, was für eine Flasche nimmst du dann da, ne? Und dann, da ist ganz schön viel, wo du halt drauf achten musst. Wie das trotzdem noch nachhaltig bleibt, ne? Genau. Kannst du das eigene Label verwenden, ne? So wie das ABC und Rot, Gelb, Grün, ne? Machst erstmal alles grün und Doppel, Triple A, ne? Ja, auf jeden Fall. Ja. Wie sagst du immer, mit einem Stempel und Prüfsiegel kannst du ja schnell im Logo was machen. Ne? Augustine proved. Ja. Ja, Leute, lass dich doch manchmal verarschen, ne? Oder? Aber nein, es soll ja nicht Sinn und Zweck sein. Ah ja, du hast recht, mit dem Kaffee, genau. Mit dem Kaffee verdienst du wahrscheinlich echt ein bisschen Geld, aber da musst du auch mal gucken, wie du so die Preise setzt. Die Preise sind wirklich unterschiedlich beim Kaffee. Also manche in der Stadt verkaufen den für $8, andere für $5. Also das ist halt auch so die Frage, was setzt du da an, ne? Und das ist dann auch das Ding, wenn du wenn du dich entscheidest, welchen Kaffeemarke du nimmst. Sogar steigen wir hier nochmal ganz kurz ins Kaffeethema ein. Also du gehst jetzt quasi raus, du öffnest einen Kaffee und dann musst du überlegen, welche Kaffeemarke nehme ich so. Und dann würde ich jetzt wieder nachhaltig lokal denken, wir nehmen die Kaffeemarke, die jetzt hier in Dunedin quasi hergestellt wird. So, die geben dir aber keine freie Kaffeemaschine. So. Dann kommen die großen, die auch nicht so schlecht sind. Also wir gehen jetzt mit Lafare, das ist auch ein toller Kaffee, der wird in Wellington hergestellt. Und die geben dir eine Kaffeemaschine dazu, so eine Siebträgermaschine, so eine Riesenmaschine kriegst du dazu, wenn du den Kaffee von denen kaufst. Ja, da gehst du natürlich eher dahin, ne? Denn also die Kosten, die bei uns anfallen, das ist ja alles, ne? Keine Ahnung. Es ist ja jede kleine Sache kostet ja nichts kostet nichts kostet unter 1.000, ne? Nichts kostet unter 2.000-3.000, ne? Ja. Und dann muss ich den Rechenschieber nehmen. In drei Jahren, ne? Vielleicht break even. Und dann hast du aber hier schon so ein paar Öko-Nachbarn, die dann sagen, oh, aber warum denn nicht hier die lokale Dunedin-Café? Und dann musst du halt sagen, sorry, aber können wir uns jetzt erstmal noch nicht leisten, ne? Vielleicht irgendwann, wenn der Kaffee jetzt wirklich nicht funktioniert. Aber am Ende geht es, glaube ich, eher darum, dass du einfach einen guten Barista hast. Also ich glaube wirklich, dass sie fast jeden Kaffee in so einer Siebträgermaschine gut machen kannst. Das glaube ich auch. Also ich habe zwar letztens mal so eine Doku über Nespresso gesehen, wie viel Hightech da in dieser komischen Kapsel drin ist. Nicht, dass ich das jetzt verteidigen möchte, aber die haben tatsächlich so ein komisches System drin, ne, dass das an bestimmten Stellen und dass das nicht sofort aufploppt. Also, dass sie tatsächlich dieses Barista-Feeling in diese Technologie für diese speziellen, das sind ja auch spezielle Dinger, ne, du musst die ja auch kaufen, wo das dann da funktioniert. Ne? Deshalb sind diese Nachgebauten, die kriegen das einfach so nicht hin. Und das hätte ich überhaupt nicht gedacht, dass da so viel Technik dahinter steckt, ob der Druck, die Temperatur, wie lange das da durchläuft. Nee, hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Also die haben da, glaube ich, 2-3 Jahre lang geforscht, bis sie das endlich mal so hatten, dass das auch massentauglich ist. Ne? Weil die Maschine muss es liefern und die blöden Kapseln müssen ja auch so funktionieren. Na gut, da hatten sie auch ein paar Jahre ein Monopol drauf, ne? Und jetzt kommen die ganzen Nachbauten. Ne? Und dann wundert man sich manchmal, ja, wieso ist der denn ganz anders zerdetscht, ne? Wenn du mal eine andere Kapsel da reintust. Ne? Das ist dann irgendwie, keine Ahnung, irgend so ein Know-how haben die tatsächlich da in der Schweiz da zusammengetüftelt, ne? Dass es quasi so schmeckt wie beim Italiener. Ne?
Ja, aber so ein Ding, weiß ich, 45, 50 Cent für so eine Kapsel und dann hast du den ganzen Alu-Scheiß da noch zu Hause, ist ja echt schon der Wahnsinn, ne? Kannst du den denn zurückschicken, diesen Alu-Scheiß? Also in Düsseldorf war das, glaube ich. Doch, doch, die kannst du da abgeben. Genau, die nehmen das zurück. Ja. Aber hier gibt's, ich weiß gar nicht, ob es in Oakland so einen Laden gibt. Also hier sind die ganz verpönt, weil du die, glaube ich, nicht oder schlecht zurückschicken kannst. Deswegen nimmt die hier kaum einer. Ja. Aber wieso auch? Ich meine, also hier ist, glaube ich, eher, dass sich die Leute dann so eine Siebträgermaschine oder halt eine Bialetti oder so French kaufen. Press. Das macht ja Sinn. Was, genau. Genau, ja. Also das siehst du so selten mal, dass jemand irgendwie so eine Kapselmaschine hat. Muss der George Clooney noch viel Werbung machen, ne? Ja, muss noch ein paar Jahre ran. Oh Mann. Und wann ist dann, wir sind jetzt gerade im September quasi, ne? Analog, ne? Also jahreszeitlich, ne? Dann ist doch bald eigentlich vorbei, ne? Also wenn wir schon fast in Oktober rein. Nee, Quatsch, September bis jetzt, ne? Immer 6 Monate weiter, ne? Ja. Von der Jahreszeit, ja. Aber es ist echt noch relativ, also jetzt, ne, es ist ja jetzt eigentlich Herbst und fast Winter, aber wir hatten jetzt wirklich sehr sommerliche Tage, die letzten 3-4 Tage. Also es war unglaublich warm jetzt gerade. Aber es kann sein, Gas meinte, wenn es so warm ist und so warmer Wind kommt, dann kommt der Winter, dann kommt der Schnee. Ach so, ja. Aber auch nicht nach Dunedin, der kommt nur in die Berge. Also hier ist nicht viel mit Schnee. Nicht nach Dunedin. Mensch, jetzt haben wir. Und bei euch ist es warm? Hier. Ist es Sommer bei euch? Das muss ich noch kurz wissen. Ach, es war 3-4 Tage lang war es bullenheiß und danach kommst du wieder Eiskratzen am Auto. Wahnsinn. Ja. Der Klimawandel, ne? Das ist ja, Neuseeland, das muss ich ja noch kurz einwerfen, Neuseeland geht jetzt komplett rückwärts in der Regierung. Also wir machen ja jetzt alles, was wir irgendwie gemacht haben, was Jacinda irgendwie einbeholfen hat mit dem Klimawandel. Das wird alles über den Haufen geworfen. Das ist echt der Wahnsinn. Die wollen wieder die Kohlekraftwerke anstellen hier. Der Typ ist echt nicht ganz sauber. Das ist so krass. Wieso glauben die Leute das? Ja, das oder ist einfach nur, dass die Sozis einfach so verhasst waren, dass die alles machen können. Weil sie halt alles falsch gemacht hat. Sie hat bei Covid die Leute eingesperrt und das war der große Fehler. Nur, dass bei uns halt kaum was ausgebrochen ist. Ne? Also ich meine, was wäre denn passiert, wenn sie es nicht gemacht hätte? Wenn 100.000 gestorben wären, das wäre besser. Also ich sag mal, ne, die einfachen Lösungen. Da reicht es einfach nicht. Einfach nicht. Ne? Und der ist einfach, also das ist alles, also es ist so krass in jeder Ecke. Nee, die neue Regierung, die hat das jetzt wieder geändert. Nee, die neue Regierung macht das jetzt anders. Oh, sind denn bald wieder Wahlen? So alle 3 Jahre, ne? Das ist so ein. Und das ist auch so ein Kasper. Musst du mal googeln und dir die Videos angucken. Also, nee, also was der schon alles rausgehauen hat. Was er sich nicht alles auf Amtskosten schon erlaubt hat. Oh Gott. Ja, kannst echt nur mit dem Kopf schütteln. Aber es ist halt ein kleines Land, ne? Es war da in Australien nicht auch mal irgendeiner? Da ist der Ministerpräsident, hat er Selbstmord gemacht. Ist quasi ins Meer gegangen und kam nicht mehr wieder. Das ist vor vielen Jahren gewesen. Und niemand irgendwo draußen in der Welt hat darüber berichtet. Ich meine, es ist ja nicht so das kleinste Land der Welt, ne? Aber vollkommen egal. Also so down under, mein Gott, ist er halt weg. Kommt. Ja. Aber ich glaube, der Kasper da in Australien, der ist auch irgendwie, hat auch seine Marotten, ne? Der wird auch immer so dargestellt, also mit so einem kleinen Flügelchen oben, ne? Also wenn man ich glaube bei Spitting Image, ne? Das kommt bei uns bestimmt auch noch. Die Zigaretten hat er ja wieder eingeführt. Haben wir nicht beide über Zigaretten-Podcast geredet? Das stimmt. Neuseeland stellt, der hat das schon längst. Das war das Erste, was er gemacht hat. Die Zigaretten kommen zurück, wir brauchen die Steuergelder. Ja, ich meine, hat auch den Vorteil, dass die Leute schneller sterben, ne? Also da braucht man nicht so viel für die Gesundheit, ne? Also doppelter Effekt. Ein wahres Genie. Geile Zukunft für die Kinder, ey. Genau. Wir haben schon gesagt, wenn Otto in die Grundschule geht, dann gibt es wieder überall Zigaretten. Kinder wieder. Genau. Endlich ist es wieder alles da. Oh Mann. Komm, lass uns nicht spöttisch werden. Das ist ein anderes Thema. Nee. Ja. Das ist das nächste Thema. Genau. Ich kann mal das Thema fürs nächste Mal ankündigen. Da ist der Ralle dran. Der hat jemanden von der Lebenshilfe Hattingen, wo er seine Spendenaktion hingegeben hat. Er hat ja, glaube ich, über Weihnachten so eine Ausstellung gehabt und da kamen Spendengelder zusammen von dem Verkauf und auch so von seiner Aktion. Und dieser Lebenshilfe Hattingen
hat er das zugutekommen lassen und da wollen wir ein bisschen reden, wie die Leuten helfen in Not, die in Not geraten sind oder was auch immer die da tun. Das weiß ich jetzt noch nicht genau, aber der Ralle wird uns da. Toll. Und auch die Ansprechpartnerin wird uns sagen, was man alles machen kann, selbst für kleines Geld. Ach cool, oh, das ist ein schönes Thema. Ja. Das zum Muttertag. Machst das rund um den Muttertag. Das weiß ich. Schönes Herzensthema. Ja, Herzensthemen sind immer gut. Ja. Sehr schön, Jana. Dann danke für dein Update über alles und alles. Alles und alles, also ja, auf jeden Fall genau. Alles und alles. Und wir suchen uns nochmal ein Thema fürs nächste Mal, wenn du dann wieder in 5-6 Wochen dabei bist. Ne? Ah ja, das kriegen wir bestimmt jetzt wieder eher hin. Ich bin ja jetzt wieder, ich habe jetzt hier wieder. Bist wieder in. Ja, so, also so lange wie der Foodstore nicht offen. Ja. Ach, das kriegen wir auch hin. Ja. Sonst live aus dem Foodstore. Wir fragen genau. Die Gäste. Ja. Ja, das machen wir. Außenreporterin. Genau, wie schmeckt's denn? Buff. Ja, jeder deutsche Gast, dem gebe ich das Mikrofon. Genau. Ach, ja. kann auch Kiwi sein. Gut, ja. Dann sagen wir mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Gute Mal. Gute Nacht. Ne? Tschüss, guten Tag. Tschüss. Tschüss. Moin, Werbung in eigener Sache. Bitte sorgt dafür, dass der Weekly 52 Blog und Podcast neue Freunde findet. Liked oder teilt Kommentare auf Insta, Facebook oder unter die Blogbeiträge. Auch Bewertungen bei Apple Podcast und Spotify tun ein gutes Werk. Auch freue ich mich, wenn ihr ein paar Euros in die Kasse werft, denn das Hosting, die Website und Cloud-Dienste kosten eine Stange Geld. Weekly 52 ist und bleibt Non-Profit und für euch kostenlos. Kostendeckung reicht mir vollkommen aus. Da klickt einfach auf den Button auf meiner Webseite und spendiert eine symbolische Pizza oder einen Kaffee. Damit zeigt ihr eure Wertschätzung und haltet uns motiviert. Danke für deine Unterstützung und ich freue mich, wenn dir der Blog und Podcast jede Woche Freude bereitet und Nutzen vermittelt. Dankeschön. Werbung Ende.